Shin Godzilla 2 ist ja, seit der allererste Film im Jahr 2016 erschienen ist, mehr zu so einer Art Mythos geworden. Auf der einen Seite heißt es ja, Shin Godzilla 2 ist definitiv mal geplant gewesen, auf der anderen Seite heißt es aber nein, es gab nie eine Idee oder ein grobes Konzept für Shin Godzilla 2. Was es allerdings definitiv gegeben hat, sind ja bestimmte Pläne, die bereits im allerersten Shin Godzilla Film hätten verbaut werden sollen. Unter anderem habe ich da vor Ewigkeiten mal ein Video drüber gemacht, das habe ich jetzt einfach mal da oben in der Infocard verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Ist ein relativ altes Video, trotz allem sind die Informationen da immer noch aktuell logischerweise, denn es hat sich ja nichts daran verändert, was einmal grob mit dem Konzept geplant gewesen ist. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, und ja, es wird hier Spoiler zum Shin Godzilla Film geben, wir müssen hier auf das Ende ganz kurz eingehen, denn ganz zum Ende von Shin Godzilla bekommen wir mit, dass die Menschheit es irgendwie schafft, den gewaltigen Titan irgendwie einzufrieren, denn es scheint nicht möglich zu sein, Shin Godzilla wirklich zu töten und zu besiegen, deswegen muss man ihn quasi einfach festsetzen, damit er eben seine Zerstörungstirade nicht weiterführen kann. Ganz zum Schluss des Films sehen wir dann einen Shot, der uns noch einmal Godzillas oder in dem Fall Shin Godzillas Schweif zeigt. Die Kamera zoomt näher dran und wir merken, okay, da kommen irgendwelche humanitären Wesen aus dem Godzilla-Schwanz hinten raus, und am Anfang habe ich mir noch dabei gedacht, okay, das sind jetzt wahrscheinlich irgendwie so Metaphern für die Seelen der Menschen, die Shin Godzilla getötet hat, und nein, inzwischen wissen wir, dass das hier die nächste Evolutionsstufe von Shin Godzilla gewesen wäre, denn der gesamte Film handelt ja quasi vom Thema Evolution und zumindest auf den Titan Shin Godzilla gemünzt, und deswegen sehen wir eben auch, wie Godzilla sich in diesem Film permanent weiterentwickelt. Und die prägnanteste Verwandlungsstufe in dem Film ist natürlich die Verwandlungsstufe, die wir uns auch im Kopf behalten haben, die wir dann zum Ende des Films hinsehen. Die Verwandlung, in der dann auch Shin Godzilla den vielleicht ikonischsten Atomic Breath, ich sage hier nicht den besten, es ist für mich nicht der beste, aber den vielleicht ikonischsten Atomic Breath aller Godzilla-Filme von sich gibt, mit der epischen Musik und dann dieser Aneinanderreihung an zerstörerischen Fähigkeiten, die dieser Atomic Breath eben mit sich bringt. Und naja, tatsächlich ist das hier allerdings nicht die finale Verwandlungsstufe, sondern Godzilla sollte sich in diesem Film danach noch einmal in eine humanitäre Lebensform weiterentwickeln, beziehungsweise ja, wie wir zum Ende des Films hinsehen, in mehrere menschenähnliche Godzilla-Kreaturen. Das Tier wurde allerdings, wie gesagt, Gott sei Dank eingefroren und diese humanitären Godzilla-Wesen kamen nie wirklich auf die Welt. Und der Film lässt uns dann mit so einer Frage dastehen, wie geht das Ganze jetzt weiter? Müsste das Eis, in dem Godzilla eingesperrt ist, nicht irgendwann auch schmelzen? Müssten da nicht trotzdem diese Kreaturen herauskommen? Und ja, ursprünglich war das Ganze auch ein bisschen anders geplant. Der Film sollte wesentlich mehr Entwicklungsstufen mit sich bringen. Wie gesagt, das Video habe ich dir mal in der Infocard oben verlinkt oder eben unten in der Beschreibung. Schau da auf jeden Fall mal rein. Die Verwandlungen sollten so ein gewaltiges Ausmaß nehmen, dass Shin Godzilla ganz am Ende eine Art von Omniwesen darstellen sollte. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Wenn du dich jetzt fragst, was ist ein Omniwesen? Ein Omniwesen ist eine Kreatur, die quasi überall gegenwärtig ist. Ich habe da in meinem Video, was ich dir verlinkt habe, auch eine Konzeptzeichnung hinterlegt. Das war der ursprüngliche Plan, der dann aber Gott sei Dank gescheitert ist oder eben verworfen wurde. Und ich muss sagen, ja doch, ich mag Shin Godzilla, so wie der Film geendet ist, einfach aus dem Grund, da er eben zum Mitdenken anregt, wie das Ganze jetzt hätte weitergehen können. Und ich mag generell Filme, die dann einfach vielleicht nochmal so ein kleines offenes Türchen haben für noch weitere Geschichten. Umso plausibler, dass Leute immer wieder gesagt haben, ey Mann, Shin Godzilla braucht einfach einen zweiten Teil. Ob man in diesem zweiten Teil dann wirklich die Konzepte der Verwandlungen bis hin zu einem Omniwesen umsetzen würde, ich glaube es eher nicht, weil ich meine, dass Toho sich dazu sogar mal geäußert hat und gemeint hat, das war einfach zu viel des Guten, die Idee wäre einfach viel zu dystopisch und viel zu heftig für, naja, für diese ganzen Toho-Godzilla-Filme, die dann doch weitgehend geerdet sind, zumindest jetzt die aktuellsten beiden, Shin Godzilla und eben auch Godzilla Minus One. Den Wunsch, dass Shin Godzilla seinen Weg ins Monsterverse findet, also in das von Legendary und Warner erschaffene Monsterverse, den gibt es ungefähr so lange, wie es das Monsterverse selber gibt, beziehungsweise so lange, wie es auch Shin Godzilla gibt. Denn viele von euch sind sehr interessiert daran, mal zu sehen, wie denn jetzt wirklich die Hollywood-Varianten der uns so geliebten Original-Toho-Kaijus umgesetzt werden. Und ja, ich weiß, ich sehe das auch ein bisschen anders als ihr, aber viele von euch da draußen finden es auch nicht ganz so cool, dass Legendary und Warner für das Monsterverse permanent neue Kaiju zu erschaffen scheinen. Und die
funktionieren irgendwie nicht ganz so gut wie die Originaltiere. Ich meine, jetzt hier bei Shimo und bei Scar King kann man vielleicht sagen, dass Shimo es dann doch geschafft hat, sehr stark im Gespräch zu bleiben und vielleicht sogar einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlässt. Bei Scar King bin ich mir allerdings da gar nicht so sicher. Und ich meine auch die Skullcrawler, wenn wir uns die mal anschauen, die wurden jetzt nicht komplett neu erfunden vom Monsterverse. Die Skullcrawler stammen eigentlich aus dem allerersten King Kong Film. Das waren die Kameraden hier. Da waren die eben noch als zweibeinige, als Two-Legged Lizards betitelt gewesen, aber die Skullcrawler stammen eben, oder das Konzept der Skullcrawler basiert auf diesen Lizards. Allerdings ist die Interpretation der Skullcrawler dann doch etwas ganz anderes und man könnte schon sagen, dass die sich zwar an eine Vorlage anlehnen, aber dann doch etwas ganz Neues sind. Und was wurde aus den Skullcrawlern gemacht? Naja, die wurden dann irgendwie zu so Kanonenfutter verarbeitet und sogar die Mutos haben nicht wirklich eine große Rolle mehr. Ich meine, ja, die wurden natürlich auch von Godzilla vernichtet im allerersten Godzilla-Film aus dem Monsterverse, aber auch da gab es ja schon die ersten Stimmen, dass die nicht ganz so gut in dieses Konzept reinpassen. Das heißt, es fällt irgendwie auf, welche Monster ursprünglich von Toho abstammen und welche eben neu dazu gedichtet wurden. Und diesen Schuh kann sich das Monsterverse definitiv noch anziehen. Ja, die eigen ausgedachten Titanen, die Kaijus, die sind eben noch nicht ganz so populär und noch nicht ganz so verankert in dieser Nummer wie eben die Original Kaijus aus dem Toho-Universum. Aus diesem Grund sagen die Fans auch immer wieder, komm, bringt doch wenigstens im nächsten Film nach Godzilla Kong vielleicht nochmal wirklich alte, bekannte wieder rein. Vielleicht eben nur im neuen Gewand, im neuen Monsterverse-Gewand. Und ja, dazu gibt's jetzt neue Aussagen und ich kann euch eins verraten. Ich habe mit dem Pandaman zusammen mal die Theorie gesponnen, dass man immer mehr neue Monster erfindet, um sich mehr von den Toho-Monstern wegzulösen. Und wir haben irgendwie gedacht, okay, das könnte mit irgendwelchen Verträgen zu tun haben, irgendwelche rechtlichen Gründe, warum versucht man jetzt hier, anstatt Space Godzilla Shimo einzubauen, weil vielleicht der Vertrag etwas aussagt wie, wenn ihr in Hollywood ein Monster von uns, von Toho nehmen wollt, dann zahlt ihr quasi pro Screentime. Und deswegen haben wir auch bestimmte Momente, in denen uns ja auch aufgefallen ist, dass der ein oder andere Kaiju relativ wenig Screentime hat. Das war so eine Theorie, die wir einfach aufgestellt haben. Jetzt können wir sagen, nö, das stimmt einfach nicht. Das Monsterverse wird in Zukunft, wenn Godzilla Kong nicht komplett floppen wird, erneut auf altbekannte Toho-Monster zurückgreifen. Hollywood möchte allerdings hier und da auch eigene Kreationen mit einstreuen, was natürlich auch mit dem Marketing ein bisschen was zu tun hat, denn einen Shimo, den es eben so noch nicht als Actionfigur gibt, müsst ihr euch eben genau jetzt kaufen, wenn er eben neu für diesen Film gemacht wurde. Also Hollywood möchte quasi ein eigenes Universum aufbauen, wird aber dabei nicht vergessen, hier und da mal auf die alten Toho Kreaturen zurückzugreifen. Wenn der Film jetzt, wie gesagt, nicht komplett floppen wird, was ich allerdings nicht glaube, dann können wir sehr wahrscheinlich im nächsten Film damit rechnen, dass wir vielleicht Space Godzilla, Biollante oder jemand anderen sehen, vielleicht auch Destroyer, ich glaube es allerdings noch nicht. Das wäre ein bisschen früh. Jetzt kommen wir allerdings zur Sache Shin Godzilla, denn der wurde bei der Aussage, ja, wir werden in Zukunft auch noch auf andere Toho-Figuren zurückgreifen, mitgenannt. Unter anderem wurden Kaijus aufgelistet wie ein Space Godzilla, ein Biollante. Man erwähnte, wie gesagt, Shin Godzilla und auch jemanden wie Gigan. Ich weiß nicht, wie Gigan in das Universum reinpassen würde, aber man könnte das auf jeden Fall irgendwie dreichseln. Das heißt jetzt nicht, dass genau die genannten Kaiju in den kommenden Filmen auftreten werden. Es wurde eben einfach nur gesagt, dass Kaiju wie diese jetzt hier genannten eben in kommenden Filmen noch auftreten könnten und eben sollten. Das heißt, ja, die ganze Shin Godzilla Nummer ist hier noch nicht vom Tisch. Das könnte im Verlauf dieser langjährig geplanten Geschichte nun dieses Monsterverse immer noch passieren. Dann müsste man es jetzt allerdings fragen, okay, existiert dann Shin Godzilla auch aktuell bereits im Monsterverse? Weil damit er da auftauchen kann und die Geschichte weitererzählt wird, müsste er bereits da sein. Und nein, so ist tatsächlich nicht. Die Fantheorie hat einen unfassbar genialen Gedanken dabei, der ebenfalls auf eine Aussage eines der Regisseure fußt, und zwar des Regisseurs Guillermo del Toro. Und man kann vom Pacific Rim 1 halten, was man will. Ich habe ja bei euch auch schon mitbekommen, einige mögen den nicht. Ich finde den ja wirklich klasse. Die Kaiju-Designs in dem Film kamen aber wirklich relativ gut an. Und habt ihr gewusst, dass del Toro bereits ein Crossover-Event geplant hat, welches das Monsterverse mit einbaut?
Ihr denkt jetzt, ey, der driftet gerade schon wieder von Shin Godzilla ab, aber hört mir ganz genau zu, nein, das hat wirklich was damit zu tun. Del Toro hat nämlich bereits bei Erscheinung des allerersten Godzilla-Films aus dem Monsterverse im Jahr 2014 sein Interesse daran geäußert, dass er mit einem Franchise, in diesem Fall eben Pacific Rim, dazustoßen würde, um eben ein Crossover zu machen. Tatsächlich gab es auch von Del Toro selber schon erste Pläne, wie das Ganze hätte funktionieren sollen, und die Antwort ist eben ganz klar, ja, durch den Breach, denn der Breach verkettet eben, wie wir später herausfinden, Dimensionen miteinander, und so könnte man dann quasi das für ein Multiversum benutzen, um diese ganzen Geschichten miteinander zu verbinden. Pacific Rim 2 hat dann wirklich etwas gemacht, und das habt ihr mir auf Instagram geschickt. Es waren, glaube ich, 3 Leute. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr mir dieses Bild geschickt habt. In Pacific Rim 2 könnt ihr eines der krassesten Easter Eggs sehen, wo man merkt, dass diese Idee von Del Toro sogar im zweiten Film weiter fortgesetzt wurde. Obwohl Del Toro hier nichts mehr mit zu tun hatte, wurde seine Idee trotz allem weitergetragen. Wir sehen hier nämlich auf einem Display einige Titanen, oder in dem Fall Kaiju, wie sie ja in Pacific Rim genannt werden, die aufgelistet sind, und unter anderem können wir hier Kaiju sehen, wie zum Beispiel Gigan, ich glaube Biollante war auch mit drauf, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Ihr habt hier auf jeden Fall mal das Bild eingeblendet, ich habe euch auch mal die ganzen Tiere markiert, die mir jetzt hier persönlich aufgefallen sind, und das zeigt uns eben, ja, diese Idee, die war bereits schon weiter fortgeschritten, als wir das wohl bisher wissen, wurde dann jedoch an ACTA gelegt, als eben Pacific Rim 2 dann gefloppt ist. Der Toro hat sich allerdings vor einigen Wochen erneut zu dem Thema geäußert und hat gesagt, ja, wenn er denn zu der ganzen Nummer zurückkehren würde und dieses Pacific Rim Abenteuer weiter fortsetzen würde, dann hätte er auch Interesse daran, nun die Idee eines Crossovers wirklich umzusetzen. In diesem Fall, und jetzt bekommen wir den Bogen wieder zurück zu Shin Godzilla, würde man eben dann dieses Monsterverse zu einem Monster-Multiverse eröffnen könnten. Das wird wahrscheinlich eh noch ein paar Jährchen dauern, wenn das wirklich so umgesetzt werden würde. Und dann hätten wir einfach keine Grenzen mehr in dieser gesamten Monsterverse-Geschichte. Ich meine, es gibt ja auch einen Film, bei dem wir dann sehen, wie Godzilla gegen Zilla kämpft und wo man auch irgendwie alles dann zusammengewürfelt hat. Das könnte wirklich so ein Ereignis sein, das wir dann wirklich auch als Film bekommen könnten. Und jetzt kommen wir zum ganz großen Abschluss, um dann auch wirklich den Bogen einmal komplett rund zu schlagen. Warum jetzt Shin Godzilla? Toho hat vernommen, dass die Fans auf Shin Godzilla 2 warten. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es einen zweiten Teil geben wird, denn Toho wird jetzt erstmal an einer Fortsetzung zu Godzilla Minus One arbeiten und dass sie dann da irgendwas miteinander connecten, ich kann es mir nicht vorstellen. Allerdings setzen diese ganzen Aussagen der Regisseure, der die verschiedenen Ideen, die da wirklich drin herum kursieren, was mich auch sehr freut, dass man da wirklich extrem probierfreudig zu sein scheint und auch sehr kreativ mit umgeht, und wenn das so umgesetzt wird, dann wäre ein Shin Godzilla im Monsterverse möglicherweise doch noch sehr wahrscheinlich. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, was haltet ihr von dieser zusammengewürfelten Theorie, die eben auf den Aussagen basiert? Was würdet ihr dazu sagen, wenn es wirklich irgendwann heißt, ja, wir bekommen einen Godzilla versus Shin Godzilla und das Ganze spielt dann eben im Monsterverse? Und die wichtigste Frage jetzt noch, was meint ihr, wer ist mächtiger? Shin Godzilla oder Godzilla Evolved? Lasst mich eure Gedanken dazu auf jeden Fall in den Kommentaren unten wissen. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.